Hallo und herzlich willkommen, meine Panzerfreunde da draußen. Hier ist wieder euer Shellhead und mal wieder mit einem etwas anderen Video. Wir wollen diesmal über die Toy Fair 2022 sprechen. Und zwar sind einige uns bekannte Firmen natürlich fleißig dabei. Funko ist fleißig, Neckar ist fleißig. Und auch wenn Neckar jetzt am zweiten Tag bisher schon eine ganze Menge präsentiert hat, kam gerade etwas, was mich persönlich richtig, richtig interessiert. Wir haben ja schon seit einiger Zeit die Ninja Turtles aus Secret of the Ooze, den zweiten Film damals. Es gab Toka und Raza, es gab Super Shredder und so weiter. Aber jetzt ist nochmal was Neues, Schönes rausgekommen. Bevor wir darüber sprechen, sprechen wir erstmal über die ganzen schönen Sachen, die NECA bisher rausgebracht hat. Ich mache natürlich noch ein News-Video, wo das Ganze auch mit zu sehen ist. Also wir haben auch zu meiner ganz, ganz großen Freude die dritte Figur der Teenage Mutant Ninja Turtles X Universal Studios, nämlich die Mumie, Michelangelo als die Mumie. Hier sehen wir es schon. Wir haben sogar einen Wechselkopf dabei. Und ich bin sehr gespannt, wenn das Packaging rauskommt für diese Figur. Dann können wir auch vielleicht das Glück haben, dass wir dann auch schon die nächste sehen. So war es zumindest bei Leonardo gewesen. Und auch gerade zum Stichwort Leonardo, hier seht ihr die dritte Auskopplung der großen Figuren. Wir haben Raphael als erstes gehabt, wir haben Donatello. Und im Herbst soll dann auch noch Leonardo folgen. Michelangelo fehlt dann noch. Der dürfte dann, ja, Winter bis Frühjahr des nächsten Jahres kommen. Wir hatten, wenn ich richtig rechne, eigentlich immer so 3 Monate dazwischen. Zwischen Donatello und Leonardo sind es dann jetzt etwas mehr. So, aber ich will euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Ihr habt es in meinem Thumbnail schon gesehen. Das ist die Verpackung zu dem Viererpack. Und hier seht ihr auch alle 4 Figuren vor der Nase. Wir haben also die Teenage Mutant Ninja Turtles aus Secret of the Ooze. Die haben sich nicht groß unterschieden im Gegensatz zu dem ersten Film, aber im Detail ist es dann doch recht deutlich, und zwar mit den Köpfen. Vergleichen wir das mit dem ersten Film, ist es dann doch schon ein großer Unterschied. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn die Figuren zu dem ersten Film schon wirklich, wirklich toll waren, sind die noch besser getroffen, würde ich sagen. Wir haben auch alle, ich kann gar nicht mehr aufhören mit Staunen. Wir haben wirklich alle 4, die so detailliert und echt aussehen dabei. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das soll als Online-Exklusiv-Pre-Order rausgehen, und zwar Ende März. Da hat man dann 2 Wochen Zeit, um sich dieses 4er-Pack zu bestellen. Aber es gibt auch noch ein bisschen mehr. Es gibt nämlich auch noch das hier. Es gibt ein Accessoires-Pack. Das gab es schon mal zu dem ersten Film. Wir hatten da auch einen anderen Kopf dabei. Wir hatten die Hand mit dabei und so weiter. Viele Accessoires. Hier, wenn wir mal genau hinschauen, kennt man eigentlich wirklich fast alles. Wir haben unten links die Schnappschildkröte und den Wolf, aus denen dann Toka und Raza wurden. Wir hatten das Keyboard, kennen wir noch. Das war verantwortlich, um Shredder zu besiegen. Wahnsinn, was alles geht. Wir haben die Kleider rechts, wo sie geputzt hatten am Anfang in Aprils Wohnung, genauso wie der Mob und auch das Putzzeug da noch daneben. Also das ist wirklich super. Und in der Mitte sehen wir auch noch den Computer, den man am Anfang sehen konnte, wo sie in dem Labor waren. Also hier ist wirklich eine ganze Menge dabei. Das Knapperzeug, wo Michelangelo Raphael genervt hatte. Absolut großartig, was man hier noch sehen kann. Und das ist auch Ende März separat erhältlich als Accessoires-Pack. Auch hier wieder, man hat 2 Wochen Zeit, um sich das Ganze vorzubestellen. Bei Toka und Raza war das damals auch so. Man hatte eine gewisse Zeit gehabt. Und naja, wie das immer so mit Neckar ist, ich habe 7 Monate gewartet. Ich warte meistens so um diese Zeit. Ich hatte nur einmal Glück mit Wave 3 der Cartoon-Serie. Das war Leatherhead und Slash. Da habe ich 3 Wochen gewartet. Die waren gleich verfügbar. Aber das war auch das einzige Mal, dass das so schnell ging.
Bevor wir jetzt noch weiter schwatzen, möchte ich natürlich auch noch ein bisschen, wir haben das Bild hier mit Michelangelo und dem Koffer, wo er gehen wollte. Dieser Koffer ist auch ausklappbar. Wir haben auch noch mal ein schönes Bild zu sehen, wo sie auf der Couch saßen, wo Michelangelo geknabbert hatte und Raphael genervt hatte. Also hier ist wirklich eine ganze Menge dabei. Bin absolut erstaunt, dass Neckar immer weitergeht, immer besser wird und das Ganze auch immer gleich toll aussieht und die Realität auch immer, immer mehr trifft. So, meine Freunde, Teufjahr 2022 läuft immer noch digital, aber trotzdem sind sie noch fleißig dabei. Ich bin gespannt, was noch so rauskommt. Wir haben ja noch einen Tag. Vielleicht kommt noch mal was Neues. Und hier war einfach mal ein kleines News-Update zu den Teenage Mutant Ninja Turtles. Secret of the Use, der zweite Film aus den 90ern mit unserem beliebten Helden. Und jetzt auch direkt kaufbar. Ende März, der 26. soll es werden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bin sehr gespannt, wie lange das dann dauert, bis sie denn zu Hause sind. Aber wenn sie dann da sind, gibt es wieder ein neues Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und dann bis bald mal wieder.